Jetzt vielleicht nicht oben auf 1 oder 2, will ich. Jetzt habe ich sie. Nimm dies. Schurke. Oh, 24. September hast du zerstört die Erde, also wenn wir den noch nicht sehen würden. Zwei Tage. Und ich muss auch arbeiten. Wie doof ist das? Ich kann doch hier vor Arbeit getötet werden. Er ist so ein ehrenhafter Tod. Nein, ja, wenn ich im Dienst sterbe, ja, aber doch nicht, wenn ich mit Meteoriten erschlagen werde. Da gibt Sachen, weißt du, also du wirst ermordet im Dienst, zum Beispiel als Soldat oder sowas, dann ein bisschen hell. Aber wenn du über die Straße auf den Klavier auf den Kopf fällt und du tot bist, dann ein bisschen Trottel. Ah, ist sowieso so eine Sache hier mit Helden oder sowas, also. In anderen Ländern, da kriegst du zig Orden da, in Amerika, wenn du irgendwas gemacht hast, und hier, wenn du jemanden gerettet hast, naja. Ich habe noch nie einen Orden bekommen. Ach, ich habe für den Afghanistan Orden, aber... Aber ich habe für den Rettungsdienst noch nie... Nur einmal ein Patient hat mal Danke gesagt, mich eingeladen zum Kaffee trinken. Let's play Orden. Na, ich hab den ISAF Orden für über 100 Tage Afghanistan und... irgendwas Bronzenes gekriegt von der Bundeswehr. Für irgendwas Unwichtiges. Wer schießt denn? Hier schießt doch irgendwas. Egal. Man kann jetzt nichts sehen. Ja, da habe ich jetzt gestaunt und nichts mehr zugesagt, ja. Nein, finde ich doch gut. Dass du wenigstens auch was dafür bekommen hast. Ach Quatsch, das willst du gar nicht haben. Da hat jeder Affe gekriegt. Ich fand. Kundus war ich, was machen wir denn jetzt hier, Pappnase? Looten. In Afghanistan waren wir Schutzkompanie und waren durchgehend draußen und im Gefechten verwickelt alles und haben dieselben Orden bekommen wie die Leute, die gar nichts gemacht haben. Hä? Hey. Die zielen auf mich, aber die machen nichts. Hatten wir ja schon mal. Ja. Kann man aber abbauen, ne? Wenn man möchte. Der Garten ist auch sehr fruchtbar. Weil jetzt schießt irgendwas auf mich, gerade. Warum nehmen wir sowas denn nicht auf, Pappnase? Hätten wir aufnehmen können, ja. Einer schießt auf mich, der andere interessiert sich einen Scheiß. Was war das denn für eine Explosion? Warum? Ist alles voller Kürbis. Ich muss den Alien-Gore finden. Der ist bei mir in der Etage. Und zerschieß ihn, dann hören die auf zu arbeiten, glaube ich. Nicht so, nicht so, nicht so. Stimmt, dann kann man ja abbauen. Hä? Ich attackier's von hinten. Wo denn? Wo ist es? Boah, wie viele Constructor die haben, ey. So. Weil die haben nie Energie hier drin, ne? Das ist schon ein bisschen komisch. Ja. So, dann können wir das hier nämlich als Forward Operating Base nutzen. Wo schießen die denn? Ja, ich kämpfe gerade mit Drohnen. Mit Geschütztürmen. Ach, du gerade mit Drohnen. Hier ist sogar eine Lebensenergie. Sauerstoffstation. Wie geil ist das? Ich habe total wenig Sauerstoff verbraucht, muss ich immer sagen. Ich habe nicht einmal Sauerstoff nachgetankt. Ah, doch, hab ich. Ja, ich könnte jetzt gerade ein bisschen Sauerstoff vertragen. Das wäre mal eine interessante Folge, weißt du, und jetzt... Ja, sorry, aber es gibt ja noch eine zweite Base angeblich. Hä? Was war der denn? Den hab ich gar nicht gesehen. Guck mal, hier ist sogar eine Landeplattform. Oh.
Eine Dusche? Wer soll denn hier duschen? Ein Roboter oder was? Weiß ich nicht. Oh, Lebensenergie. Ach, funktioniert nicht. Nicht bei uns. Nix haben Munition. Abgebaut. Kriegst aber keine Teile. Noch Raketentürme. Was ist denn eine Basis? Die Basen, die haben die von der Community genommen, ne? Ja. Kann man den abbauen, den Kern? Ja, ne? Ist schon passiert. Ach, also dann einen neuen bauen daraus? Ja, kannst du einen neuen reinbauen, ja. Oh. Oh, 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 oh. Ja, wer weiß, keine Energie. Schöner großer Garten. Dass du jetzt einen Korbblock bauen könntest oder so. Nur auf ein Raumschiff einbauen, oder nicht? Ja. Aber? Du kannst auch hier den Core, kannst auch hier das Teil nutzen. Die Constructor. Wie kannst du denn noch nutzen? Achso. Tu ich mal ein paar Teile rein. First Aid Kit, Antibiotik. Pistole! Adrenalin-Shot. Ich finde, mein Adrenalin-Shot habe ich noch nie benutzt. Da sind auch ein paar Teile drin, kannst du mal rausnehmen. Ja. Ja, Adrenalin, ey, boah. Das ist die Hölle, das ist, wenn du Adrenalin-Spritz kriegst. Nee. Alter, schiebst du von den Affen vor Panik auf einen Schlag. Echt? Also der Konstruktor läuft nicht gerade. Ist er off? Ja, wir haben auch keinerlei Energie, ne? Warte mal. Ja. Ich werf mal irgendwo Energie rein. Hier sind Energiesachen. Jetzt müsstest du Energie da haben. Nee, ja, warum auch? Wir haben den Core weggeschossen. Aber ich kann mal eben einen basteln. Wo geht's raus zu unserem Schiff? Aber das geht ja sonst auch. Ja, aber nicht, wenn wir den, aber nicht, wenn wir den Core weggeschossen haben. So, wo ist denn jetzt unser Schiff? Guck auf die Karte, ich sehe es noch. Auf eine 3D-Karte. Ja, ich würde. Ah, ich hab. Aber wenn du dich drehst, ist es irgendwie immer hinter uns. Du guckst nie in der Richtung von dem Schiff. Zweck geflogen. Über uns ist auf jeden Fall. Du parkst genau über die Constructor. Ja, ich weiß. Dass die Teile nicht drin sind, ich kann sie auch reinschmeißen. Ich sterbe aber gleich. Das macht nichts, ich hab's sofort. Erst morgen die ganzen Konsolen und sowas, was es gibt, auch wenn die irgendwann eine Funktion haben, dann wird das auch zu unübersichtlich. Vorausgesetzt, sie bekommen eine Funktion. Ja. Was ist es? Kannst du pissen jetzt, ey, Mann! Da 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 da
Jetzt kommt schon Timberman morgen auf, ist egal. Bin nicht wichtig. Musst du noch andere Teile produzieren, oder? Ja, aber ich hab's jetzt. Hä? Wie gesagt, ich hätte auch die reinschmeißen können, ne? Metal Components. Was? Ich hab doch komplett für einen Kern die ganzen Sachen dabei. Hab ich vorhin gesagt. Okay. Ja, nicht weiter. Macht ja nichts. Ich baue mir noch einen. Schwupp. So, wo war der denn nochmal, der Kern? Hier oben drinne. Man kann ja auch können wir auch woanders rein tun, aber ist eigentlich egal, oder? Na, ja, spielt keine Rolle. Hui. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Empyrean Galactic Survival mit dem guten. Jetzt sagt doch mal selber euren Namen. Pappnase. Freiheit. Ja, genau, die beiden. Und es hat funktioniert. Papnas hat gebastelt und gebaut und getan. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Ich habe ja in der letzten Folge ein paar Türme angegriffen, war alles viel zu einfach, ne? Aber das wird sich höchstwahrscheinlich auch noch schwer ändern. Ressourcen dazu gebracht, habe auch wieder Abbautool. Yeah. Jetzt geht's wieder zurück zur Raumstation. Dort werden wir uns dann weiter um die nächsten Schritte kümmern. Ja. Und ich gehe mal. Gibt's noch eine Hundebox? Ja. Okay, ich übertrage trotzdem im Cockpit. Ha! Tschüss, ne? Tschüss. Seid ihr noch auf der Erde? Ja. Okay, dann steig mal ein. Das ist ja besser, wenn ihr fliegt. So, da können wir mal ein bisschen zugucken. Bist du schon drin, Freiheit? Ja, ich bin bereit. Und wir verabschieden uns von kleinen Raumschiff. Ey, sollen wir dir noch einen Namen? Warte mal, hier, das ist gemein. Warte mal kurz. Okay. Ach, jetzt müssen wir mal. Hör, ich bin jetzt im Laderaum. Wieso das denn? Zu einem Laderaum hinten. Nein, warte, ich muss was erledigen. Das. Geht das eigentlich auch, wenn einer hinten drin ist? Nein, nee, das geht's eigentlich nicht. Ach, schade. Was hat er getrieben? Es weint, okay. Ja, weil wir lassen es jetzt zurück. Wir lassen es jetzt zurück. Es tut mir sehr leid, aber es ist nicht schlimm. Eigentlich eine gute Idee, auf jedem Planeten ein Ersatzschiff zu haben. Ja. Ja. Es wird ja nicht unnütz bleiben. Wir werden es ja vermissen. Auf jeden Fall. Kannst du hier oben ein neues bauen, Tim? Es ist nicht dasselbe wie das. Genau. Wie so ein so sein. Flinkes, perfektes Schiff bauen können. Mir fallen die Kegel, hast du gehört? Oh, wir haben nicht mehr wirklich viel Energie, ne? 2,9 Minuten. Ach ja, reicht. Naja, ich habe Energie im Constructor. 30 Mal haben wir jetzt Energie, also das sollte noch lang für den Flug. Dreh dich. Wunderschöne Aussicht hier. Sag mal V. Oh, das schaffen wir nicht mehr bis dahin mit der Energie. Ach, sag, klar. Da oben ist die noch unbesetzte Raumstation. Ja. Boah, ist das eine Aussicht, ey. Was eigentlich mit der Pulsar-Crew? Hat heute wohl Zeit? Mal kurz gucken, wer online ist. Ja. So. Jetzt habe ich ein
Kein Sound mehr. Oh, Pappnase. Oh nein, er hat das Schiff ausgestellt. Warte mal. Bitte halte, um das Schiff auszusteigen. Ich darf gar nicht aussteigen. Scheiße. Wir werden vom Planeten angezogen. Wie jetzt? Ernst? Oh Mann. Ja. Das hab ich auch noch nicht gewusst, dass das geht. Ist natürlich schlecht, so seitlich in der Atmosphäre einzutreten, ne? Ach, alles easy. Hä? Es steht bei mir das Bild. Bei mir auch. Bei mir auch. Ah, jetzt bewegt sich ein bisschen. Flieg geradeaus. Ich hab keinen Strom jetzt. Was passiert hier? Boah, sind wir weit gekommen, ey. Unter uns ist ein Turm. Wir haben noch 0,5 Minuten Energie, wir stürzen ab und explodieren. Flieg raus oder hoch, runter. Hm. Oh nein, fast schon wieder der nächste Fail. Nicht im Wasser. Was? Nein. Ach, das reicht locker. Das war's. Boah, wirklich auf letzte Sekunde. Passt. Und da hüpft er auch aus dem Cockpit raus. Mann, der Planet, der ist ja total neu für mich gerade. Wieso das denn? Ja, weil wir da schon gerade waren. Ach so. So, alles einsteigen. Boah, ich hab voll das Stempel gerade. So. So. Ich komm, warte, ich wollte den nur ärgern. Ich bin drin. Los gehen. Oh, da kam ein komisches Viech an. Ja, ich hab's einmal angehittet, aus Langeweile. Der grüne Planet. Daneben. Hast du noch größere Ziele, damit du nicht daneben schießt? Ich schieß gerade genau in die Mitte rein, Tim. Nein, Spaß. Ui. Da ist das Asteroidenfeld. Links, links. Und unsere Station. Bup, jetzt runter, jetzt wieder rechts. Rechts, rechts, rechts. Die Raumstation ist genau vor dem Eisplaneten. Optisch jedenfalls. Das hör mal auf! Okay. Weißt du das? Was ist das? Abbau-Tool. Oder? Da ist unser Captain Ship. Was man hier drin alles machen kann. So, Basis. Das haben wir ja gemanagt, ne, mit dem Hin- und Zurückfliegen jetzt. Das ging ja nur so einigermaßen. Ja. Es weint, wartet jetzt unten. Während wir hier fleißig... Es ist traurig. Das sind jetzt Namen bekommen, oder was? Oh, ich bin durch. Ich hab's gerade noch Es weint genannt, bevor wir losgeflogen sind. Dann ist es offiziell. Das heißt so jetzt so. Es weint, wartet auf dem Wüstenplaneten. Falls wir da mal wieder abstürzen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ja. Haben wir da auf jeden Fall ein Reserveschiff mit Hundebox dran. Zwei Stück, also zu dritt können wir da locker wieder weg. Oh. So, jetzt müssen wir eigentlich. So. Ich wollte gerade eine Frachtbox bauen, wie doof. Ich mache hier hinten in der Ecke mal meine ganzen Waffen rein. Tue dies. Braucht ja keine Sau, ne? So. Energie nehme ich mal mit. Antibiotikum und sowas alles habe ich auch dabei. Essen sicherheitshalber. Das ist ja ganz gut. Warum tue ich das jetzt hier rein? Können wir es mal einer sagen? So. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eine leere Schrotflinte habe ich noch dabei. Super. Ist gut vorbereitet. Ach, das sieht schön aus. Das ist so durcheinander hier mit dem
Constructor, in jedem ist was anderes drin. Obwohl der nur für Energie, der ist gut. Der so, ich hatte so viele Batterien dahergestellt vorhin. Ist ja gut. Umso mehr, desto besser. Ja, für was anderes braucht man das ja auch nicht, ne? Man kann die Pillen noch schlucken, ne? Nee. So, ich guck direkt mal, was mein Schifflein macht. Ach, das muss ja wieder fliegen, ne? Erstmal. Aber wie gesagt, erstmal bei dem Großen hier gucken. Ein paar Teile konnte ich ja dran bauen noch außen. Was für. Oder meinst du dein großes Schiffchen, was du am Bauen bist? Das große. Der Kühlschrank sieht cooler aus hier. Da gibt es einen richtigen Kühlschrank. Der sieht anders aus als die anderen. Ich weiß, da wundere ich mich, was das ist. Wieso der so anders aussieht. Ein Testmodell vielleicht, finde ich aber besser, muss ich sagen. Als, obwohl die auch gut aussehen, aber. Er sieht halt mehr nach Kühlschrank aus, ne? So, dieses ist unser Schiff. Die Fenster finde ich noch ein bisschen blöd, also. Ich fände es cool, wenn der Entwickler da mal was anderes. Ich wünschte mir da auch echtes Glas sein, wo man durchgucken kann, ne? Dass man von drin auch den Weltraum sehen kann. Ja, das kann man hier schon, aber diese komischen Streifen, die da durch sind, nerven ein bisschen. Die Gitter, ja. Ja. Finde ich eigentlich dieses Trägerschiff, wenn ich da rumfliege? Bitte? Auf der Karte. Ah, trotzdem ruckelt das Spiel manchmal, bei mir habe ich so das Gefühl. Also mit Ruckeln habe ich keine Probleme. Also von der Performance her. Nur ab und zu mal Lags, aber die sind ja glaube ich normal. Ja, auch schon bei Tangle und so. Rein technisch könntest du das ganze Schiff auseinandernehmen. Und die ganzen Ressourcen verwerten, ne? Boah, was eine Arbeit das wäre. Aber das so schön ist, warum sollte man das auseinanderbauen? Das wäre ja völliger Blödsinn. Ja. Das ist ja gar kein Schiff, was man fliegen kann, oder? Doch. Das große hier? Capital Ship? Nein, wo wir drauf sind. Nein, das kann man natürlich nicht fliegen. Nein, das nicht. Aber wenn man das wollte, könnte man das nicht umbauen? Ein paar Turbinen drin? Ach nee, das ist ja falsches. Ja, aber irgendwie. Hä? Warte mal kurz. Oh, Sauerstoff. Ich hab einen Helm aufgehört. Basis, Objekt for Basis. Na gut, dann kannst du wahrscheinlich im Weltraum auch den Plot setzen, ne? Capital Vessel ist natürlich was anderes. So, wo seid ihr? Seid ihr da? An den Capital Vessel? Ja. Ja. Also die Scheiben sind echt und wirklich sehr. Oh nein, mein Rucksack fliegt hoch. Flieg mal schnell zum Capital Vessel. Also bist du schon wieder gestorben? Ja, ich bin erstickt. Ich muss mal diese dämlichen Sauerstoffflaschen herstellen. Achso, erstmal Jetpack anstellen, ne? Also stürzt und stürzt. Hm. Ich mache mich manuell auf den Weg zum Capital Wrestle. Manuell? Ja, ohne Flugzeug. Hm. Wie. Haben wir denn da auch schon einen Constructor drauf? Nee. Das ist aber nicht intelligent. Och. Ist nicht weiter schlimm. Aber immer hin und her fliegen ist auch doof, oder? Och, nicht wirklich. Wenn du da direkt die Blöcke drauf herstellen kannst, wäre es schon praktischer. Ja, aber wir haben oben vier Constructor. Einer davon wird nur für Blöcke benutzt. Das finde ich reicht. Aber ich eigentlich haben wir 5 Konstruktor. Ja. Unten ist ja auch noch einer bei den Energien. Ich bin gleich bei euch. Ist mein Rucksack da noch, Freiheit? Ich sehe ihn. Ich glaube, ich sehe ihn sogar jetzt schon.
Direkt neben Pappnase Müffel ist er. Wo bist du denn? Ich komme angeflogen. Bist du jetzt, wer ist denn jetzt im kleinen Raumschiff? Ja, stimmt, der ist oberhalb da, der Rucksack. Der leuchtet, der ist noch da am Schweben. Ja, du brauchst keine Angst zu haben, der schwebt nicht weg. Sehr schön. Also er will Rekorde hier, boah. Rekorde im Schlagen hier, weil er so oft sterben möchte, dass das keiner schaffen kann in dem Spiel. War er schon. Das sieht aber... Wo ist der denn, der Rucksack? Der Rucksack ist oberhalb. Ich sehe. Was heißt oberhalb? Also wenn du normal auf dem Schiff läufst, einfach über dein Cockpit fliegst, da wo ist ich er. Hier oben bin, da ist er. Da. Da sind wir beide hier. Wenn du jetzt nicht siehst, ne? Jetzt sagt er, wo ist er denn? So. Der schwebt aber ganz langsam weg. Hast du ja, mal? Ich weiß. Darum habe ich gesagt, die soll da schnell hinfliegen. Guck mal, wie geil. Ich schicke ihn zur Erde, also zum unseren Heimatplaneten. Tu das. Das macht er von alleine gerade. Guck mal, boah, wie geil das aussieht. Irgendwann finden wir ihn wieder. Ja. Mach's gut, ne? 9 Stück von denen. Boah, wie cool das aussieht. Der fliegt jetzt richtig dahin. Ach, die sind noch oben. So. Weißt du, wem ich vermisse? Mein Schiff. Ja, das kann ich verstehen, Tim. Ich guck gerade in seine Richtung. Überleg mir, steht der Mutterseelen allein zwischen diesen Monstern? Ja. Wenig Kraftstoff. Notbremsung wird... Was? Habt ihr das auch gehabt, die Warnung? Ja, das war eben. Eben, als wir vom Planeten wieder eingesogen wurden. Wie, jetzt kriege ich die Warnung? Jetzt habe ich die bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr zeitgerecht. Oh. Ne? Ist auch nur ein Energie drin, ne, in dem Ding. Was macht ihr jetzt eigentlich? Hüpfen. Oh. Nee, ich hab vergessen, Blöcke mitzunehmen. Boah, macht ja nichts. Das sind ja nur Milliarden von Lichtjahre, die man hin und her fliegen muss, deswegen. Ja, das... Sei nur halb so wild. Ja. Also wir brauchen hier oben dringend eine Lebenserhaltungsstation. Energiezellen brauchen wir, nicht vergessen. Und wir brauchen Sauerstoff. Ja. Sonst, du schaffst es ja nicht, wenn der Sauerstoff zu Ende geht, dass du nochmal zurückfliegst. Entschuldigung. So. Noch ein Bar, eine Club für Reisende. Ja. Und eine Sauna. Dann brauchen wir noch einen Whirlpool. Nein, aber das sind wirklich Sachen, die brauchen wir hier wirklich. Sauerstoff, ne? Ist ja klar. Aber auch ernst gemeint. Was spiegelt sich hier eigentlich? Die Sterne, ne? Ich hab mich gerade auch so ein bisschen gestaunt. So, ich würde jetzt zurückkommen, aber ich bin jetzt zu Fuß hier, was soll ich sagen? Ist scheiße, ich bin jetzt alleine. Ja. Kann nichts machen. Und gleich ist die Energie hier sogar noch alle. Du könntest zurückfliegen. Das ist aber sehr langwierig. Ja. Essen habe ich genug. Ich habe 3 Notrationen noch. Ich habe noch ein bisschen Pillen für den Bauch, ein bisschen Antibiotikum. 4-mal Lebensenergie, also 4-mal kleine Medikits, ein großes Medikit, also überleben tue ich erstmal eine Zeit. Das ist kein Problem. Aha. Da wollen wir noch rein. Wir können das da abbauen. Ein bisschen. Hui. So, Heal ist aufgeladen. Sehr schön. Ja, wir Dose hätten jetzt auch von unten Fleisch mitnehmen können, ne? Vom Lava-Planeten. Ja. Boah, hier sind ja Pflanzen, aber die bringen ja nicht viel meistens, ne? Nicht wirklich. Wenn du das richtiges Essen willst, dann muss er auf jeden Fall Fleisch haben. Schade, dass man nicht diese Viecher züchten kann, ne? Noch nicht, wer weiß.
Nee, da würde ja wieder so eine Tierschutzorganisation kommen, stimmt. Die Peter, ja. Genau. Hier. War ja bei irgendeinem virtuellen Tier hatten die ja irgendwas. Ja, das war bei Battlefields 3 oder 4 im Singleplayer, wo die Ratte gestochen wird am Anfang direkt. Ja, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, das ist doch kein richtiges Tier, ne? Nein. Doch. Es geht ja um die Werte, ne? Also man soll schon so viel Vernunft haben, zu wissen, dass die virtuelle Ratte nicht echt ist, ne? Und wenn das so ein 60-jähriger alter Politiker-Sack oder irgendwas sagt, ne, von irgendeiner Organisation, dass man das nicht einfach machen darf, weil das ja auch ein Lebewesen ist, dann hat er in seinem Leben noch nie ein Computerspiel gespielt. Nee. Weil das ist für mich, ist egal was, ich schieße ja auch auf Counter-Strike auf Menschen und begehe deswegen trotzdem keinen. Ja, aber Tiere sind grundsätzlich wichtiger als Menschen. Ja. Aber jeder darf das sehen, wie er will. Wenn ein Opa meint, dann ist nicht in Ordnung, auf Tiere zu schießen, dann soll er dann meinen, aber da soll er mir die Fresse halten. Werden aber vor Gericht als Sache behandelt, die Tiere. Ich weiß, Tiere. Ja, kommt auf einen Hund zum Beispiel auch, ne? Ja, ein Gegenstand wurde angefahren. Ja. Ich bin ja selber Hundebesitzer, also. Ich lass mal extra ein paar rumfliegen, weil das einfach cool aussieht. Hey, das sieht echt geil aus. Die Schwimmlosigkeit, die kommt echt gut rüber. Ja. Das Spiel allgemein ist sehr gut, also. Ich bin mich sehr positiv überrascht, weil ich da erstmal Videos von gesehen habe und dann. Das lese ich in den Kommentaren ziemlich oft. Leute, das ist ziemlich geil, für auch das Projekt an sich sehr interessant finden. Ja. Das Problem auch. Ist bei so Early Access Games immer halt, dass das Vipen halt, ne? Dass wenn dann auf einmal alles wieder weg ist wegen einem neuen Patch, das ist immer ein bisschen schwierig zu managen, deswegen immer Staffeln. Da gibt man sich dann so eine große Mühe und am Ende ist wieder alles weg. Obwohl das hier bei dem Spiel eigentlich noch geht, ich hatte auch schon welche, noch. Da kommt ein Patch, ist alles weg. Ja. Dann noch einer wieder. Bei der Alpha 10 von 7 Days to Die war das ätzend. Ah, stimmt, ja. Noch ein bisschen Licht, ne? Ich hab ein bisschen Weltraumschrott produziert. Da schweben sie, die ganzen Brocken. Ist das geil. Ah, ich bin runtergefahren. Komisch. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen, keine Ahnung, was gesammelt. Satium-Erz. Einfach mal so. Sehr schön. Du hast deinen Ohren verdient. Ja, ich weiß. Hui. Ich kann hier immer noch keine frische Luft schnappen. Was? Wo? Hier, auf unserem Schiffchen. Ja. Bist du überhaupt? Ich höre dich, aber ich sehe dich gar nicht. Ach, da oben. Aber Pappnase Müffelt hat doch Sauerstoff dabei, ne? Ja. Da ist schon wieder zur Hälfte runtergeschraubt. Ich möchte so ungern auch meine Ration fressen. Also ich werfe dir immer ein Pappnase Müffelt rein. Wäre vielleicht angebrachter. Den ganzen Kladderadatsch hier. Ich krieg keine Luft. Schon wieder leer. Was pfeift ihr euch eigentlich an Sauerstoff rein? Das gibt's doch gar nicht. Seid ihr abhängig? Ja. Total. Braucht Hilfe. Nur wann von wem, ne? Nein, ich kann mich nicht drehen. Hui. Mal schnell an Luft kommen ist schon schwierig. So. Hui. Oh, du beleuchtest das Schiff, das sieht schon mal cool aus. Ja. Boah, das aussieht, ey. Gut, wir bauen ein bisschen weiter. In der nächsten Folge seht ihr die Fortschritte. Ich sag danke fürs Zusehen. Jo. Und ja. Danke an Freiheit und Pappnase fürs Mitspielen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.